Heute ist der 4. Dezember. Schauen wir mal, was wir heute machen. Heute basteln wir kleine Geschenkschachteln. Ich war bei Chibo und da habe ich dieses Bastelset bekommen für Geschenk- und Pralinentütchen. Jetzt will ich euch gar nicht dazu animieren, das auch zu kaufen. Ihr könnt es auch kaufen, weil es einfacher ist, aber ihr könnt das auch komplett selber machen. Unter dem Video werdet ihr einen Link finden auf unsere Webseite, auf Simple Life Stories, und dort könnt ihr euch eine Vorlage runterladen, die ausdrucken und auch solche Geschenktütchen basteln. Das ist von uns selber gemacht, wahrscheinlich etwas anders als die von Chibo natürlich, aber das Ergebnis ist dasselbe. Ich werde jetzt mal das hier benutzen, damit ihr seht, wie schnell und einfach das Ganze geht. In diesem Set ist nämlich alles mit drin. Von den Zellophanhüllen bis hin zu den Anhängern. Hier seht ihr die Anhänger, die können wir da gleich dran machen. Und diese Hüllen, die in diese Packung mit rein kann. Also das ist im Prinzip, was drin ist. Und dann brauche ich das nur einmal aufmachen und schon klappt sich das hier um. Wenn ihr das selber ausdruckt, dann werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen fummeln müssen. Aber so soll es im Endeffekt aussehen. Und natürlich werden eure dann weiß sein, wenn ihr ganz normales Papier nehmt oder etwas dickeres Papier. Dann könnt ihr einfach noch hier zum Beispiel unsere Aufkleber nehmen und das Ganze verschönern. Dann ist das Ergebnis ist dasselbe. Ja, ich lege das jetzt mal einfach hier zur Seite. Also, viel einfacher geht nicht. Ihr nehmt einfach die Zellophanhülle, packt das hier rein. Können wir das hier so zusammenraffen, wenn was drin ist, und das Ganze zusammen machen. Ja, ihr seht, es gibt immer so Tags hier und so ein Papier dazu. Und das kann man entweder zusammenbinden oder halt nur das nehmen und ein so ein Bändchen hier raus machen. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch alles zu Hause. Also man muss dieses Set nicht haben. Aber ich fand es halt sehr schön, eben genau dafür, wenn man so kleine Geschenke zur Weihnachtszeit haben möchte, ist das einfach eine schöne Idee. Ich nehme das jetzt mal alles hier so raus. Und dann kann man hier von für draufschreiben und schon hat man ein schönes individuelles Geschenk. Ich denke, ich werde da einfach mal unsere Badeperlen reinpacken und das dann wirklich so zusammenbinden. Jetzt habe ich die Badeperlen aus dem ersten Video einmal hier reingepackt und jetzt kommt halt noch dieses kleine Zettelchen, das Tag mit dem Bändchen drin herum. Das war's. Schon habt ihr ein ganz individuelles und kostengünstiges Geschenk fertig.